Hallo Welt, da sind wir wieder. Und wir haben doch Aufgaben. Die Feuerprobe haben wir abgeschlossen. Die alte Heimat. Frage in Södonia nach Moara. Könnten wir machen, würde ich gerne machen, weil wir sowieso dort noch etwas anderes haben. Wir haben einen Brief abzugeben, das Abschiedsgeschenk. Ja, und das machen wir. Das machen wir jetzt. Zwar wollen wir auch das mit den Stiefeln und eine Lieferung für Salinas abholen. Boah, das ist so viel, was man machen will, aber das machen wir jetzt. Hol das Paket in Red Mile ab. Eins nach dem anderen. Der Abschiedsgeschenk, also den Brief abzugeben, das wartet schon zu lange. Die andere muss ja auch noch antworten auf den Brief. Das dauert ja bestimmt auch noch, also. Aufi, aufi. Ach, wir sind direkt hier neben dem Sol-System. Altair. Alpha Centauri. Okay. Ja, dann. Achtung, du trittst in den Raum der United Colonies ein. Bitte Kurs beibehalten und auf Scan vorbereiten. Erledigt. Viel Spaß in Sidonia. Ja gut, wir landen auf hier, was auch immer das für ein Planet ist. Im Sol-System, was wird das wohl sein? Die Erde ist kaputt. Ja, da würde ich aber ganz gerne mal gucken, was mit der Erde ist, wie die jetzt aussieht. Naja, kaputt, wahrscheinlich ist sie ganz weg. Wir müssen noch mal gucken, wo wir hier landen können. Aha. Sidonia. Mars-Mech-Fabrik. Oh, hier ist auch so viel zu erkunden. Was habe ich gehört? Ein Freund von mir sagte, es gibt über 1000 Planeten hier. Planeten? Ja, wenn das stimmt. Planeten, damit... Also Monde sind ja keine Planeten, aber ja, wahrscheinlich ist das mit gemeint damit. Ich kann mir das gar nicht vorstellen. Über 1000? Und dann überall so viel zu entdecken, da reicht ja ein Leben gar nicht. Ach, scannen haben wir vergessen. Vielleicht wäre das ja gut hier für einen Außenposten. Peacekeeper. Ja, können wir eigentlich auch da drin lassen. Kleidung.
Gesundheit plus 5 Gesundheit und O2 und das andere hier. Plus 5 Tragekapazität. Oh. Ach, wir bleiben bei unserem Space Tracker Zeug. Vielleicht finden wir da nochmal irgendwie ein anderes Säckchen. Es ist immer schön, mit dir zu plaudern. Ja. Boah, was für eine Unordnung hier. Oh, schade. Ja, aber sowas... Ach, geh. Das muss doch vorher abgeklärt werden. Irgendwie. Kein Sauerstoff da draußen. Da muss doch... Vorher muss doch hier gesagt werden, wir müssen erst dekomprimieren oder irgendwas. Druckausgleich oder was weiß ich, irgendwas machen oder... Die Oberf... Also da muss ich sagen, die Zukunft sieht aber böse aus für die Menschen. Ja, einen Helm hatten wir auf... Strahlungsresistenz könnte wichtig sein. Ja. Da was für dich gefunden. So, der Rucksack gehört dazu. Ah, da ist vielleicht der Sauerstoff drin. Oh, was für eine wunderbare Aussicht auf den Marshimmel. Es wundert mich, dass es in dieser tristen Stadt so ein Fleckchen gibt. Oh, sieht ja echt cool aus hier. Naja, Industriegebiet, irgendwas, aber was ist denn das da überhaupt? Was soll denn das sein? So was komisches, großes Schutz? Ja, aber ist denn hier keiner? Wo geht's denn hier lang? Niemand sagt Hallo hier zu uns.
Techniker. Die Biester saugen das ganze Schiff leer, wenn man sie lässt. War das jetzt aus Star Wars? Dass man hier erstmal die Anmeldung suchen muss. Zurücktreten bitte. Aber ganz schön Betrieb hier. Also auf New Atlantis, da haben wir das aber nicht beobachtet. Überprüfe dein Schiff alle paar Ladungen auf Thermoparasiten. Die können nämlich ein gewaltiges Chaos verursachen. Willst du irgendwas abladen? Die Handelsaufsicht sucht immer Ware. Der Automat ist gleich hier. Mhm. Ja, was hast denn du für Schiffe im Angebot? Du findest sicher was, was dir gefällt. Na, wer weiß. Achilles, oh, das kennen wir. Rambler kennen wir auch. Galileo kennen wir auch. Hoplite, da bin ich nicht sicher, ob wir das kennen. Oh, Mustang. Ach so, ist das... Das ist unser. Unser ist ein Mustang, aber wie konnte man das denn umbenennen? Wahrscheinlich muss man da erstmal skillen. Das geht wahrscheinlich alles. Oh, was hat das denn Schönes hier dran? Da hat es einen Laser. Puls Laser Dragon. Auto Elektronenstrahl Disruptor 3300A. Dann hat es hier Raketenwerfer vorne dran. Ah ja, die haben wir auch. Adlertl. 270A. Ja, dann hat es hier den Antrieb. White Dwarf, genau wie unser. Die werden ja wohl nicht unser Schiff geklaut haben und umgestrichen haben und jetzt verkaufen sie es. Schildgenerator hier. Schildgenerator. Ja, der ist ein bisschen besser als unserer. Graph-Antrieb. Aha. Okay, Graph-Antrieb ist in der Mitte. Okay. Mhm, das ist der Reaktor. Mhm. Und die Quartiere, kann man die nicht auch noch irgendwie?
Ach, Crew, da steht's. Oh, das habe ich jetzt aber lange gesucht im Kreis hier. Crew 2. Also weniger als bei uns? Wieso? Was ist denn bei uns? Ja, okay, okay. Ich wollte nur mal gucken. Jetzt wissen wir, Mustang ist das eigentlich. Nur der hat das wohl irgendwie umbenannt. Ja, das hier ist die Kiffir. Ja, was ist denn hier so das Besondere dran? Der Graph-Antrieb und die ballistischen Waffen. Sieht mir ziemlich klein, schnell und wendig aus, oder? Wert war es so günstig. Was ist denn das? Das muss man ja kaufen, ob man will oder nicht. Ach so, nee, der Antrieb ist so der Wert. Ich dachte schon, für den Preis hätte ich das genommen jetzt. Ob man es haben will oder nicht, aber für 800 hätte ich es natürlich genommen. Ah ja, klar, 93.000. Crew auch 2. Auch hier bei dem Crew 2 Marathon. Das kenne ich auch noch nicht, das Schiff. Das sieht in rosa bestimmt auch interessant aus, wie so ein Kasten. Kann das sein, dass da so... Dass irgendwie ein Transportschiff ist, mehr? Das sieht so aus, als würde da so viel reinpassen. Treibstoff... Ach, Frachtkapazität, da steht's. 1460... Und das hier hat zum Beispiel nur 445, ja, das ist der Unterschied dann. Uach, das muss man ja erstmal studieren alles. So schnell weiß man das ja nicht. Aber das kostet, das ist auch richtig teuer hier. Ich glaube, das wird wohl vom Frachter hier jetzt in diesem Sortiment das fetteste sein, aber auch das teuerste. Crew 4. 4 Leute passen bei uns auch 4 rein, ja. Da auch 4. Naja, okay. So, kann ich mein Schiff mal sehen und modifizieren? Okay, kein Problem. Heimatschiff zurzeit. das ist die Hound der Crimson Flotte. Das ist auch nochmal eine Stiletto. Das ist die Stiletto, mit der wir jetzt hier sind. Ach, registrieren müssen wir das? Oder sollen wir das dann behalten? Ich finde das nicht so toll. Finden wir bestimmt noch schöner. Aber ich würde es wenigstens mal angemessen anmalen. Moment. Klar, nur zu. Ach, vielleicht, wenn wir es registrieren. Was ist denn? Wir müssen das erst registrieren. Schiff für was? Ja, das Schiff haben wir gefunden, aber die Registrierung kostet... Oh, so toll ist das auch nicht für 12.000. Ja, aber ein Schiff für 12.000. Ich wollte das eben nur rosa anstreichen. Es passen schon mal 4 Leute rein. Das ist schon mal, ist schon mal doppelt so viel. Sprung ist auch weiter. Oh ja. Oder? Kosten die denn alle gleich viel? Das müssen wir nicht registrieren. Crimson Hunt. Das müssten wir registrieren. Was kostet das? Das ist nicht so teuer. Aber da passen auch 3 rein. Das ist auch schon mal besser als das, das wir haben.
Aber welche Stärken hat das denn überhaupt? Heimatschiff. Lasst mich mal überlegen. Das hier. Na, lasst mich mal überlegen. Das war das erste Schiff, das wir erobert haben, glaube ich, oder? Oder war das das andere? Ah, wir registrieren das hier. Da sind jetzt die ganzen Sachen drin. Ja, aber wenn wir es registrieren und anmalen, dann sind die Sachen da drin wieder weg. Ach, so ein Scheiß. Ja, wirklich. Müssen wir erst alles einsammeln und verkaufen. Hm. Ja, hat sich erledigt. Danke. Gut, dass uns das noch eingefallen ist. Na gut, dann bedanke ich mich für euer Zusehen, für eure Kommentare und für eure Likes. In dieser Folge sind wir auf dem Mars gelandet. Daumen hoch für euch, macht es gut und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Hallo. Signal, fliegen wir los.